Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Jung und Alt Düsseldorf aus dem ASG-Studio. Ich begrüße Sie alle wieder zu einer neuen Ausgabe von Jung und Alt. Und mein Name ist Jan Michaelis. Das Thema unserer heutigen Sendung ist der 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, dem dort allein rund 30 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Deswegen war ich auch im örtlichen Gerhard-Hauptmann-Haus, dem Deutsch-Osteuropäischen Forum, um darüber mit Katja Schlenker und Winfried Halder zu sprechen. Sie ist Kunsthistorikerin und dort als Kuratorin für Ausstellungen verantwortlich und er ist im Gerhard-Hauptmann-Haus Direktor, Leiter und zuständig für die Programmgestaltung. Später mehr dazu und schön, dass Sie heute Abend wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Jan Michaelis von der Redaktion Jung und Alt. Unsere Sendung über den 80. Jahrestag des Überfalls Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion führt uns ins Zentrum Düsseldorfs. Wir sind hier bei der Stiftung Gerhard-Hauptmann-Haus. Das Gebäude ist ein 60er-Jahre-Haus, mehrstöckig in der Bahnhofsvorstadt. Ich spreche mit Katja Schlenker und Winfried Halder. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Hallo. Tun wir gerne. Ich habe jetzt für die Frau Schlenker ein bisschen was vorbereitet, weil Sie ja die Kuratorin hier sind. Das heißt, Sie machen die Ausstellung und die Vermittlung an der Stiftung Gerhard-Hauptmann-Haus. Sie haben selber Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Geschichte an der Universität in Dresden, München und Wien studiert und nachher promoviert. Weitere Station war unter anderem das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, aber auch Leipzig und Moskau ist in Ihrem Lebenslauf zu finden. Und in Zwischenzeit sind Sie Lehrbeauftragte für kuratorische Praxis, also für das, wie man Ausstellungen macht. Sie bringen reichlich Expertise mit. Wie beschreiben Sie Ihre Tätigkeit hier im Gerhard-Hauptmann-Haus? Ich bin seit einigen Jahren hier am Haus für den Bereich Ausstellung und Vermittlung zuständig. Das hatten Sie ja schon gesagt. Und ja, mein Schwerpunkt ist eigentlich Bildungsarbeit über sichtbare Dinge, also über Ausstellungen zu machen und mit diesen Ausstellungen bestimmte Themen zu vermitteln, die unserem Haus wichtig sind. Und Herr Professor Winfried Halder ist hier der Leiter der Stiftung und des Hauses. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz was dann zu Ihrem Werdegang sagen und welchen Schwerpunkt Sie hier im Gerhard-Hauptmann-Haus setzen. Ja, gerne sage ich was dazu. Ich bin auch Historiker, habe in München und in Freiburg im Breisgau studiert, Neuere und Neueste Geschichte im Hauptfach. Bin dann nach der Promotion in Freiburg längere Zeit an der Technischen Universität Dresden, auch im Fachbereich Geschichte tätig gewesen, habe da habilitiert und bin 2006 hierher nach Düsseldorf gekommen, habe die Leitung des Hauses übernommen und bin hier hauptsächlich für die Programmgestaltung, Programmausrichtung, natürlich in Verbindung mit den anderen Arbeitsbereichen, insbesondere dem Ausstellungsbereich, verantwortlich. Und bin daneben auch Lehrbeauftragter am Institut für Geschichtswissenschaften der Heinrich-Heine-Universität hier in Düsseldorf. Bin also nach wie vor auch in der universitären Lehre tätig, aber mein Hauptarbeitsbereich liegt natürlich hier im Haus. Sie sehen, dass wir ein ziemlich breites Angebot haben, derzeit ein bisschen schmaler als sonst aufgrund der Corona-Pandemie. Das betrifft ja uns genauso wie andere Bildungseinrichtungen auch. Aber wir haben eben neben dem Ausstellungsbereich ein breites Programm an Vorträgen, Lesungen. Wir haben auch einen großen Arbeitsbereich Jugend- und Schulprojekte. Und das ist sozusagen inhaltlich unter meiner Hauptleitung alles. Aus dem ASG-Studio Düsseldorf, Jung und Alt. Inzwischen haben sich ja einige Veranstaltungen herauskristallisiert, die das Gerhard-Hauptmann-Haus in Kooperation mit verschiedenen Partnern macht und auch eben da gezielt zum 80. Jahrestag des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion und die Folgen. Was können Sie da konkret dazu sagen, Frau Schlenker? Also ich kann eigentlich jetzt eher was für den Ausstellungsbereich sagen und dass dieses Thema Überfall auf die Sowjetunion eigentlich schon relativ lange und die Folgen und die Wirkungen, Auswirkungen auf später relativ schon lange
oder schon immer eigentlich unser Programm waren. Ich könnte mal ein paar Beispiele nennen an Ausstellungen, die wir hier gezeigt haben. Die Ausstellung von Jewgeni Chaldé, dem bekannten russischen Fotografen, Der tiefe Schnitt oder Der bedeutende Augenblick, der direkt an diesen Ereignissen beteiligt war und sehr eindrucksvolle Fotografien geschaffen hat. Das ist eigentlich ein ziemlich bekannter Name. Und im Rahmen dieser Ausstellung, das ist jetzt schon einige Jahre her, haben wir eben auch ein breites Begleitprogramm gehabt, zum Beispiel den Osteuropa-Historiker Dr. Peter Jahn, der Gedenkorte für die Opfer dieses Vernichtungsfeldzuges, der zivilen Opfer, gestartet hat in Berlin. Und wir betrachten eben nicht nur das Ereignis an sich, sondern eben auch die Folgen. Jetzt wie auch in der aktuellen Ausstellung, in der es um Paul Celan geht und um Rose Ausländer, das sind alles auch Folgen dieser Ereignisse. Oder wir machen Ausstellungen mit dem Galizischen Museum in Krakau, dem jüdischen Museum, über die Spuren dieses Vernichtungskrieges, speziell im Bereich eben der Auslöschung der jüdischen Geschichte in Osteuropa. Und da gibt es viele Anknüpfungspunkte. So Czernowitz hatten wir einige Ausstellungen und zu einigen Persönlichkeiten. Und ja, zum aktuellen Programm kann vielleicht Herr Halder auch mehr noch sagen. Vielleicht auch ganz grundsätzlich, das Haus als solches ist ja als Stiftung des Landes entstanden dadurch, dass hier in Nordrhein-Westfalen eben insgesamt weit über 2 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den historischen deutschen Ostgebieten aufgenommen worden sind in den Jahren nach 1945. So ist das Haus entstanden als Bildungseinrichtung des Landes. In der Programmpolitik hier ist für uns aber eigentlich ständig klar, dass wir selbstverständlich nicht nur in Anführungszeichen über Flucht und Vertreibung seit 1944-45 sprechen, sondern dass wir immer die vorausgehende Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur und insbesondere des Krieges, der 1939 von Deutschland ausgegangen ist, im Blick haben. Denn das ist ja nicht voneinander zu trennen. Das hängt ursächlich unmittelbar zusammen. Und deswegen spielt natürlich gerade auch der Krieg gegen die Sowjetunion seit 1941, der auch von deutscher Seite begonnen worden ist, eine zentrale Rolle in der Programmpolitik, weil, wenn man so will, ja die Gegenbewegung dann dazu führt, dass viele Menschen in den damaligen deutschen Ostgebieten ihre Heimat verloren haben. Diese Verknüpfung ist historisch ja absolut evident und dementsprechend auch ständiger Teil der Programmpolitik des Hauses. Frau Dr. Schlenke hat ja schon einige Beispiele genannt und wir werden jetzt auch, das geht ja auch aus dem derzeit aktuellen Programm hervor, neben den Ausstellungen einige Veranstaltungen haben, etwa in Zusammenarbeit mit dem Volksbund für Kriegsgräberfürsorge, aber auch mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, der Historikerkollegin Frau Professor Fieseler von der Heinrich-Heine-Universität hier, die auch einen Beitrag liefern wird. Jung und Alt Düsseldorf für unsere Stadt. Also wir versuchen das sozusagen eine breite Perspektive aufzumachen. Einerseits natürlich die immer noch vorhandenen Folgen für uns hier in Deutschland, andererseits etwa auch, das wird das Thema von Frau Fieseler sein, wie man mit der Erinnerung an diesen Krieg im heutigen Russland umgeht. Das sind ja auch ganz brennende Fragen und da sind die Umgehensweisen ja zum Teil auch sehr verschieden von der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Wir versuchen sozusagen eben, wie schon gesagt, eine breite Perspektive zu wahren. Das gilt nicht nur für dieses Jahr mit dem runden Erinnerungsdatum 80 Jahre, sondern Frau Schlenker hat ja auf die früheren Ausstellungen hingewiesen, das ist eigentlich ständige Aufgabe des Hauses. Und das vielleicht noch zuletzt jetzt zu dieser Frage. Hier im Haus haben wir auch sehr aktive Gruppen von Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Das ist ja ein bisschen unscharf, wenn man von Russlanddeutschen spricht, weil die Menschen, die damals oder die vor allen Dingen in den 1990er Jahren nach Deutschland gekommen sind oder in die Bundesrepublik gekommen sind, ja nicht nur aus dem heutigen Russland stammten, sondern viele etwa auch aus Kasachstan. Also Menschen, die in der früheren Sowjetunion gelebt haben, auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion gelebt haben als Deutsche und die von diesem Krieg natürlich auch unmittelbar betroffen worden sind, denn im Sommer 1941, nach Beginn des deutschen Angriffs, sind die massenweise deportiert worden durch das Stalin-Regime unter grauenhaften Bedingungen mit schrecklichen Folgen für sehr, sehr viele Menschen. Und das wirkt ja auch noch nach. Also das ist eine Gruppe, die von diesem Schicksal geprägt ist, von diesem Deportationsschicksal bis zum heutigen Tag. Einige der noch Mitlebenden von damals leben ja inzwischen hier bei uns in Deutschland noch. Aber natürlich auch die Folgegenerationen. Und die sind für uns auch wichtig. Mit denen gemeinsam werden wir dann etwa im September eine größere Erinnerungsveranstaltung an diesen Deportationsvorgang und die Folgen haben.
Das ist jetzt auch die ganze Perspektive der jahrelangen Beschäftigung mit diesem Thema. Aktuell wollte ich noch ansprechen, die Online-Veranstaltung, die allerdings, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, schon wahrscheinlich über die Bühne gegangen ist. Wir wurden geopfert wie Schlachtvieh, heißt da plakativ der Titel, und dann etwas weniger plakativ 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Das ist diese Veranstaltung, die sie mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zusammen machen. Hier wäre interessant, das war ja als Online-Veranstaltung jetzt geplant und wird auch durchgeführt. Ist das später noch abrufbar? Wie ist da das Format? Gibt es da einen Podcast? Gibt es da einen Videomitschnitt? Oder kommt man an diese Veranstaltung auch nach dem 21. Juni noch heran? Das ist eine Frage, die im Augenblick nicht ganz leicht zu beantworten ist, denn wir haben in unserer heutigen Dienstbesprechung mit der verantwortlichen Kollegin, die das koordiniert, mit den Veranstaltungspartnern, also vor allen Dingen mit dem Volksbund, darüber gesprochen. Wir sind jetzt gerade erstmalig wieder im Übergang zu Präsenzveranstaltungen und würden die Veranstaltung auch gerne in Präsenz anbieten. Das Interesse ist allerdings schon sehr groß. Es gibt ungefähr 90 Anmeldungen dafür, und das können wir unter Corona-Bedingungen nicht als Präsenzveranstaltung durchführen oder aber um den Preis, dass wir etwa 2/3 von denen, die ihr Interesse bekundet haben an der Teilnahme, nicht ins Haus lassen dürften. Denn wir haben derzeit selbst in unserem größten Veranstaltungsraum hier oben im Eichendorf-Saal nur maximal 35 Plätze zur Verfügung. Mehr dürfen wir im Augenblick nicht lassen. Und deswegen laufen im Augenblick noch die Gespräche mit dem Volksbund, in welcher technischen Form die Veranstaltung dann tatsächlich durchgeführt wird. Eventuell eben auch als Hybridveranstaltung mit einem Mitschnitt. Jung und Alt Düsseldorf für alle Generationen. Wie mit dem dann umgegangen wird, das ist auch noch nicht ganz klar. Wir haben jetzt, so wie viele andere Einrichtungen auch, die Erfahrung gemacht, dass Online-Veranstaltungen natürlich gehen, auch technisch durchführbar sind, dass man aber etwa bei der, das kennen Sie sicherlich zur Genüge auch, bei der Bereitstellung für über einen längeren Zeitraum sehr aufmerksam sein muss, was urheberrechtliche Fragen angeht. Und deswegen kann ich Ihnen noch keine abschließende Antwort auf diese Frage geben, weil da natürlich die Mitveranstalter, insbesondere der Volksbund, mit einbezogen sein müssen. Aber stattfinden wird die Veranstaltung in jedem Fall. In diesem Rahmen hatten Sie auch in den vorhergehenden Austausch, den wir gehabt haben, darauf angesprochen, dass Sie ein Gedenken an die Massenmorde von Babijar im September 1941 in irgendeiner Form planen. Frau Schlenker, können Sie da noch was dazu sagen? Also wir haben zum einen auch in der Vergangenheit zum Beispiel uns an das Gedenken an die Vernichtungsstätte Malitrosinets zum Beispiel mit einer Ausstellungsbeteiligung praktisch an dieses Ereignis erinnert. Und in diesem Jahr haben wir vor, gemeinsam mit Co-Memory, das ist eine neue Initiative, von der ich auch schon erzählt habe, die auch in der jüdischen Gemeinde verwurzelt ist und mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft unterstützt wird, an die Vernichtungsorte zu erinnern, insbesondere an Babin Yar. Das wird voraussichtlich im September, Oktober konkret stattfinden. Und wir werden das Ganze gemeinsam mit den Düsseldorfer Stadtbibliotheken mit einem Blog begleiten, der jetzt dann demnächst dann im Juni, Ende Juni auch starten wird und praktisch von Ereignis zu Ereignis genauer Details liefert oder Erinnerungen freischaltet an die Vernichtungsorte in Osteuropa, einschließlich Babin Yar. Vielleicht darf ich noch einen ergänzenden Satz dazu sagen. Das Thema Massenmord an den europäischen Juden und an anderen Bevölkerungsgruppen ist natürlich auch ständiger Programmbestandteil. Frau Schlenker hat auf verschiedene einzelne Themen hingewiesen. Wir berücksichtigen das aber auch ständig, etwa bei unseren Studienreisen. Gut, jetzt aufgrund der Corona-Pandemie sind die Studienreisen letztes Jahr ausgefallen, das ist klar. Aber bei früheren Studienreisen ist ständiger Programmpunkt etwa der Besuch auch von Gedenkstätten in ehemaligen Konzentrationslagern. Wir waren mit einer Studienreise in Auschwitz, wir waren in Stutthof, wir waren in vielen anderen Orten. Wir wollen natürlich bei den Studienreisen die interessierten Mitreisenden auch mit den schönen Orten und den wunderbaren Dingen in unseren Nachbarländern, in unseren östlichen Nachbarländern bekannt machen. Aber wir verzichten dabei nicht darauf, auch an die schrecklichen Dinge zu erinnern, die gerade mit
der deutsch-polnischen, der deutsch-jüdischen, der deutsch-russischen Geschichte und anderen Nachbarvölkern zusammenhängen. Jung und Alt Düsseldorf aus dem ASG-Studio. Das heißt, dass die Stiftung Gerhard-Hauptmann-Haus und hier dieses Haus als Gebäude darüber hinaus noch eben mit Bildungsreisen sozusagen mobil in die Fläche hinausgeht, die Begegnungen auch herstellt vor Ort und das unmittelbare Erlebnis. Man spricht ja von der Topographie des Terrors. Das heißt, sie suchen eben diese verschiedenen Schauplätze auf und machen dadurch Geschichte greifbar, erlebbar und unfassbar. Wird das Ganze denn in irgendeiner Form, wenn da zum Beispiel Schüler oder Besuchgruppen unterwegs sind, werden sie dazu noch eine Evaluation machen? Also zum Beispiel in irgendeiner Form vorher und nachher fragen, wie die Meinungen sind, ob sich da etwas geändert hat durch so eine Reise oder durch solche Besuche in Ausstellungen? Wird das systematisch hier gemacht? Es wird nicht systematisch gemacht, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel bei den Studienreisen, wenn wir nach Vilnius, Riga, Kaunas, nach Osteuropa fahren oder nach Polen eben, dass es jedes Mal dann wieder so ist, dass diese Reisen sehr nachgefragt sind und auch oft von den gleichen Personengruppen wieder nachgefragt werden. Und das gilt zum Beispiel auch für Ausstellungen oder auch für andere Veranstaltungen, dass wir schon einen festen Personenkreis, der sich auch immer erweitert, auch um jüngere Leute aufgebaut haben, die sich für diese Themen interessieren. Und oft ist das für uns selber auch ein erstes Kennenlernen. Also natürlich waren wir vorab noch nie in Riga oder Vilnius. Und manchmal ergeben sich Dinge auch vor Ort, die man dann noch ausbauen kann. Und insofern haben wir eigentlich ein positives Feedback und wissen, dass die Richtung eigentlich stimmt. So. Und dann gibt's ja zusätzlich zu den Studienreisen noch die vielen Jugend- und Schulprojekte, die natürlich mit den jeweiligen Bildungseinrichtungen, also im Regelfall mit den Schulen, gemeinsam vor- und nachbereitet werden, dass man gerade junge Leute nicht, ich sag jetzt mal, kommentarlos weder davor noch danach mit solchen Städten des Grauens konfrontieren kann, ist ja eigentlich klar. Und dem versuchen wir natürlich auch Rechnung zu tragen. Es gibt dann auch in aller Regel vor- und nachbereitende Angebote. Das ist dann also jetzt nochmal zusammengefasst. Das Gerhard-Hauptmann-Haus ist eigentlich auch ein Bildungsanbieter mit einem breiten Spektrum an Bildungsangeboten, Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Bildungsreisen, Studienreisen. Und ich danke Ihnen für dieses Interview und würde mich freuen, wenn viele unserer Hörer in Zukunft ihre Institutionen für diese Möglichkeiten nutzen. Und sage mal auf Wiedersehen bis zur nächsten Ausstellung, Lesung oder Veranstaltung. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Aus dem ASG-Studio Düsseldorf. Jung und alt. Mein Kollege Leo Litz ist unter anderem Regisseur, Schauspieler und Schriftsteller, aber er ist auch in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren. Seine Eltern und seine Familie haben die damalige Belagerung der Stadt durch die deutsche Wehrmacht von September 1941 bis Ende Januar 1944 erlebt. Aus diesem Anlass liest er auch Auszüge aus seinem Buch »Berliner Wochenend«, welches Ende September 2016 erschien. 80 Jahre nach dem Überfall Nazi Deutschland auf die Sowjetunion. Es wird heute ab und zu in bestimmten Kreisen eine Frage diskutiert. Hätte es irgendwie anders ausgehen können? In diesem Buch, das ist eine Novelle, versuche ich unaufdringlich eine solche Frage zu stellen, eine Antwort findet aber jeder Leser für sich zwischen den Zeilen vielleicht. Vorwort. Ich nehme an, es gibt in diesem Buch eine bestimmte Zahl der Unstimmigkeiten, zum Beispiel im Sinne der Daten, im Bereich von etwas Organisatorischem, etwas historisch Bedingtem. Ich bitte um Entschuldigung dafür. Es geht mir aber darum, die neueste Vergangenheit, einige Zeitgenossen leben noch, gerade aus heutiger Perspektive darzustellen, zur Betrachtung zu bringen. Die Konfrontation zwischen »Es war damals, wir leben aber heute und haben damit nichts zu tun« und »Heute sind wir kluger geworden und hätten einiges anders machen können«, ist der Kern dieser fiktiven Geschichte. Die Antworten auf bestimmte Fragen, die ohne den Zeigefinger zu benutzen, vor den Leser gestellt worden sind, bleiben unaufdringlich offen und sollen jede,
jeden dazu bewegen, nochmals zu überdenken, was eigentlich die demokratischen Werte bedeuten. Ihr euer Leo Litz. Der Tag war richtig schön. Der Frühling hatte den Winter endgültig besiegt und die Sonne sah von dem blauen, wolkenlosen Himmel die Erde absolut freundlich an. April, April, er macht, was er will und heute will er uns richtig verwöhnen. David sah mit glücklichem Lächeln durch das Waggonfenster des ICE Köln-Berlin. Markus schloss sich an. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. Axel und David fielen ein. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Also, wenn es mit einem guten Arbeitsplatz für jeden von uns nicht klappt, dann gründen wir ein Trio. Markus lachte so ansteckend, dass die zwei ihm auf gleiche Weise wie auf ein Kommando erwiderten. Und wir nennen uns dann drei Philosophen. David wischte Lachtränen ab. Ich habe nichts dagegen. Aber dann brauchen wir einen guten Manager. Anscheinend kommen wir kommerziell nicht gut genug an. Alle führenden Plätze sind schon belegt. Der große, kräftig gebaute Axel betonte seine Worte mit einem Faustschlag ins Leere. Es gibt noch DSDS. Bei denen können wir es mal versuchen. Drei Philosophen wäre bei dieser Sendung bestimmt etwas Besonderes im Vergleich zu na, vielem anderen. Markus sagte das wieder lachend und die zwei antworteten ihm unfreiwillig auf seine Weise. Mark, beruhige dich bitte. Wir verpassen sonst alle möglichen Lokführeranweisungen. David sah den Freund flehend an. Wir haben nichts zu verpassen. Unser Ziel ist Endstation. Endstation. Jung und Alt Düsseldorf, Sie haben richtig eingeschaltet und gewählt. Axel betonte seine Worte wieder mit einem fliegenden Faustschlag. Trotz unterschiedlicher Charaktere und absolut nicht vergleichbarer Gewohnheiten kamen die drei Kameraden miteinander sehr gut aus. Axel, ein eindeutiger Werbungssporttyp, groß, kräftig gebaut, dazu blond, mit einem entschlossenen Blick der blaugrauen Augen, immer konzentriert und kommerziell eingestellt. Markus, das Gegenteil zu Axel, eher ein Muttersöhnchen, klein, rothaarig, mit milchweißer Haut und immer lachend. Also ein Witzbold. Und David, ein russischstämmiger Jude mit deutschen Wurzeln, immer am Träumen. Eher weltoffen als religionskonzentriert, aber selbstbewusst und vielleicht zu weise für sein Alter. Mit 5 Jahren nach dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion war er mit den Eltern nach Deutschland gekommen und seitdem fühlte er sich mit der neuen oder alten Heimat tief verbunden. Und was fügte die drei zusammen? Gottes Rat ist wunderbar. Die drei 25-Jährigen trafen sich an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, wo sie Philosophie studieren wollten. Der Zug kam zum Stillstand. Alle Fahrgäste verließen das komfortable technische Wunder und unsere drei stiegen als letzte aus. Kurz vor der Ankunft waren sie eingeschlafen. Cool, wir sind mit mehr als 300 Stundenkilometern gefahren, fast wie bei einem Flug. Markus schleppte seinen Koffer ächzend und sehr ungeschickt. Und was hast du aus der Vogelperspektive erfahren? David seufzte leicht und nahm den Freundeskoffer in die andere Hand. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin eingeschlafen. Die drei platzten mit dem Lachen heraus. Schade. Axel kam als erster zu sich. Aus der Höhe hättest du für uns mindestens ein billiges Hotel auskundschaften können. Die Jugendherbergen habe ich schon satt. Halte dich, Ax. Bald sind wir drei Philosophen und es regelt sich alles von selbst. Und wovon hast du geträumt? David machte einen Zwischenstopp. 2 Koffer waren nicht leicht zu tragen. Ach, nichts Konkretes. Das Schläfchen war zu kurz. Mark, wieso schleppst du so viele Sachen mit? Wir werden hier nur 3 Tage sein. Axel sah den Kameraden mit einer bedauerlichen Miene an und schüttelte dabei mit dem Kopf.
Du weißt schon, meine Mutter ist Ärztin. Sie hat immer Angst, dass ich mich erkälte oder die Füße nass werden oder sonst was passieren könnte. Ich bin schließlich nicht geimpft, weil ich gegen Verschiedenes allergisch bin. Es ist schwer, einer Spezialistin zu widersprechen. Na ja, ich verstehe. Am besten gehst du zu Bundeswehr. Dann bekommst du eine universelle Impfung fürs ganze Leben. Mein Vater ist ein Berufssoldat, ein Major, wie übrigens auch mein Großvater einer war. Denen ist ebenfalls nicht viel zu widersprechen. Der Bahnsteig war inzwischen schon leer geworden. David seufzte wieder, er sah sich seltsam um und drehte sich langsam dabei. »Was ist mit dir, Dav?« Markus legte eine Hand an Davids Schulter. »Wisst ihr, ich bin auch eingeschlafen und träumte von etwas.« »Wovon?« Markus blickte den Freund mit Unruhe an. »Na ja«, David zuckte zusammen. »Ich sah, wie die Juden damals, 1939, irgendwie von hier aus abtransportiert wurden. Und ich war auch dabei.« »Scheiße«, sagte Axel, nahm leicht Markus' Koffer und ging mit großen Schritten den Bahnsteig entlang. Die zwei Kameraden liefen ihm nach. Die Aprilsonne versteckte sich. Es näherte sich der Abend. Mein Kollege Leo Litz mit Auszügen aus seinem Buch Berliner Wochenend zum 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Jung und Alt Düsseldorf aus dem ASG-Studio. Thema unserer heutigen Sendung war der 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, dem dort allein rund 30 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Deswegen war ich auch im örtlichen Gerhard-Hauptmann-Haus, dem Deutsch-Osteuropäischen Forum, um darüber mit Katja Schlenker und Winfried Halder zu sprechen. Sie ist Kunsthistorikerin und dort als Kuratorin für Ausstellungen verantwortlich und er ist im Gerhard-Hauptmann-Haus Direktor, Leiter und zuständig für die Programmgestaltung. Mehr zum Gerhard-Hauptmann-Haus in Düsseldorf finden Sie auf g-h-h.de und gerne noch einmal g-h-h.de. Diese Sendung und alle bisherigen können Sie auf asg-bildungsforum.de und dann bitte auf YouTube klicken, nachhören und auch hier gerne noch einmal asg-bildungsforum.de und dann bitte auf YouTube klicken und dort können Sie unsere Sendung nachhören. Jung und Alt Düsseldorf für unsere Stadt. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen sowie Ihren Familien noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Michaelis.